Moin Leute, neue Runde, neues Glück und wir fahren mit dem T34. Chiron sitzt drin und in dem Zug noch mit dabei One Iron Wolf und die mobile Sterbehilfe. Die dann jeweils im IS-3 und ja, Panther 2. Und geile Bugs hier. Schön mal hier durch die Kanone glitschen. Ich denke mal, im Spiel sieht man das gar nicht, aber hier bei diesen Replay-Aufnahmen ist das manchmal sehr merkwürdig. So, was sind wir denn? Top-Tier sogar? Ein paar Achter. Siebener, Sechser. Ja, ganz gut gemischt. Das sieht komisch aus. Oh Mann. Das durfte man in der Aufnahme doch, denke ich mal, auch sehen. Soll das so sein? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oder ist das vielleicht irgendein Mod, der da reinspielt? Also wenn ich mir auch angucke, wo das Fadenkreuz ist, das ist da irgendwo links drüben, ist das ja doch mal ein richtig geiler Bug. Oh Mann. Bitte lass es aufhören. Das ist doch so nicht abspielbar. Das ist noch aus 8.7. Ja, das war lustig, ne? Dieser Ladekreis ist irgendwo da drüben angezeigt. Ist die Frage, woran liegt das? Ist das vom Spiel, was er aufgenommen hat, oder liegt es an meinen Mods? Aber bisher gab es doch noch nicht solche Probleme. Also hier, wenn man in der Außenansicht ist, ist alles soweit korrekt. Aber sobald es reingeht, dann ist es total verschroben. Und man geht ja alle 10 Sekunden in Zoom. Naja, das ändert sich hier nicht. Noch weiter oben links gewesen. Oh, ist das schlecht. Das sieht so lustig aus. Voll verbuggt hier. Also wir gehen mal davon aus, dass es kein Cheat ist, der der Chiron hier benutzt. Und dass er das alles normal gesehen hat. Ich meine, man kann ja zur Not dieses komische verbuggte Ding hier, Kanonenende, als Zielhilfe sehen. Da kann man sogar ohne Fadenkreuz da eben. Oh, was ist denn hier los? Die Hellcat. So, die Hellcat hat da unten so einen kleinen grünen Punkt an dem Streifen. Habt ihr das gerade gesehen? Vielleicht können wir da gleich nochmal hingucken. Was sagt denn der Punkt aus? Da, ihr seht das. Das rote Viereck unten links ist ja das die Effizienz von dem Mod. Aber der kleine grüne Punkt, den hat da drüben auch ein Dissu 100 oder so. Eine Premium-Tank-Markierung kann es ja nicht sein. Vielleicht irgendwie die Kanone oder Turm nicht top. Auf jeden Fall bei der Hellcat ist das zu sehen. Und dann, wir machen hier mal still und heimlich die ganze Front da weg. Am Berg sieht es nicht so gut aus. Ein D8, da betteln sie sich noch. Natürlich jetzt mit der Gefahr, dass die Arti da auch mal hinschießt. Und ein M6 gegen einen Komet und noch ein 3, sieht nach IS-3 aus. So, und wir weiter mit unserer super verbuggten, verschrobenen, ja, Aimhilfe. Das kann nur an diesem X4M-Fail liegen oder an X4M, oder die ganzen komischen Mods da drin. Das muss ich mal beim nächsten Replay beobachten von 8.7, ob das dann immer noch so komisch ist. Oder ob das vielleicht nur zufällig an dem einen Panzermodell hier liegt. So, 4 Kills haben wir schon in dem Zug. Ja, das sieht echt scheiße aus. Das. Also da war ich jetzt hier am Überlegen, ob ich das überhaupt hochlade. Aber ich habe es dann doch getan. Weil immerhin ist das Ergebnis ja auch entscheidend. Und dann müssen wir uns mal durch die verbuggte Version hier quälen. Gut, der M10 da hinten gegen zwei Panzer, die T18. Ich würde sagen, keine Chance. Und noch ein dritter von hinten, na perfekt. 4 sogar, naja. Das war mal eine schöne Zangenbewegung. Jetzt ist die Frage, der Zug ist noch übrig und ein Arti. Was machen die beiden? Die fahren Richtung K1, werden das vermutlich verteidigen, falls sie dabei H5 bzw. generell die 5er Linie auftauchen. Und wir hängen hier hinten ab und können natürlich auch noch zurückschießen.
Wenn der Gegner schlau ist, drücken sie von der 1-2er-Linie und vom Berg gleichzeitig. Wenn nicht, dann machen sie es wie die Lemminge und fahren vor und lassen sich abfrühstücken. Und der eine mit 5 Kills, der ist da bestimmt Kriegergeil und will das noch haben und stirbt dann vermutlich, ja. Ja, Ruhe vor dem Sturm. Vorhin, ich habe jetzt sogar zwei Fahnenkreuze drin. Eins hier in der Mitte links und eins da oben. Tja, die Mods sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mit Replays nicht kompatibel, beziehungsweise die Replays selber sind ja schon verbuggt. Das ist schon komisch. So, oha, was ist das denn hier? T-34, 43 mit wenig Leben. Na, Turm gedreht. Ne, braucht er nicht. Er bekam von der Sterbehilfe den letzten Rest. Cool. So, die da oben trauen sich auch nicht ran. Kommt der nächste Lemming. Ich hab's geahnt. Oh, oder wenigstens drückt mal einer mit hier, ein Grüner. Der nutzt die Deckung und wir sehen hier irgendwie nichts. Das ist so geil. Oh, da, den kannst du sogar oben durchschießen. IS-3 campt da oben und lässt den M6 vor. Ist mal die Frage, wie man es macht. Schickt man die Kleinen vor, damit die scouten und die großen Panzer hinten Schaden machen, oder schickt man die dicken Panzer vor, um eher mal einen Bounce zu bekommen und durchzuhalten, und die Kleinen schießen von hinten, die dann vielleicht nicht genug Schaden machen. Oder man fährt gleichzeitig. Die Dicken nach vorne fangen die Schüsse ab und die Kleinen logischerweise so ein bisschen über die Flanke. So, nun ist die Arti auch Geschichte. Ist nur noch der Zug übrig. Mittlerweile sind es da schon 6 Kills. Insgesamt, ja, haben wir noch 2, 4, 6 Panzer übrig. So, wir haben noch drin ein bisschen, ja, na gut, was heißt ein bisschen ausreichend AP und ein bisschen High. Aber die Ziele sind eh schon nicht mehr so groß, was die Lebenspunkte angeht, deswegen sind sie schon mal nicht gerusht. Ja, natürlich gefährlich hier. Typ 58. Der hat ja auch nichts zu lachen. Oh, jetzt kommt's. IS-3 von hinten. Das ist die Frage. Steht der nach oben? Ja. Oh, und ein AMX, der von hinten jetzt snipern will. Der hat seinen Krieger schon. Ich meine, wir sind ja auch auf einem guten Weg, aber mit einem vollen IS-3 als Gegner, tricky. Und ein Tiger 2, na, den kriegen wir da auch noch weg hier. Na, der fährt nicht zurück. Doch, jetzt macht es. Wir haben ja auch noch 1000. Ja, schön. Weggeplautzt. Im Gegner-Arti müssen wir auch nicht so viel Angst haben. Können wir ruhig einen Treffer riskieren und 100, 200 Schaden bekommen. Und den Scout hier vorne erstmal wegpaunen. So, wo versteckt er sich da also? Mein Gott, ist das verschroben hier. So, wie viel Schaden hat das jetzt gegeben? Ich habe gar nicht hingeschaut. Ja, einer Zug ist leider draufgegangen. Bleibt der IS-3 mit wie viel Leben? Voll sogar. Habe ich das auch richtig erkannt? Das ging jetzt ein bisschen fix. Weg das Kelumpe. Gelumpe mit G wie Gustav. Von hinten ankommen. Mit dem Risiko, dass die Arti trifft, aber boah, da müsste es schon einen Motortreffer geben, der dann brennt. Feuerlöscher hat er ja auch dabei. Zum Glück gibt es die kleine Auffahrt. Oh, also als IS würde ich jetzt hier runterfahren und dem One-on-One wegbetteln. Aber was macht er denn? Tja, der will. Oh. So, jetzt musst du treffen. Warum dreht er den Turm nicht mit? Warum lenkt er nicht? Was zur Hölle? Und dann hat er nicht mal Schaden gemacht. Oh mein Gott. Ach ja, genau, Ziel auf den Turm. Na, der will vielleicht die Luke treffen, oder? Das sieht zumindest so danach aus.
Na, das Drehen bringt nicht viel. Vielleicht könnte man noch vor und zurück fahren. Das macht es noch ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Und er ist nochmal gewarnt. Was ist denn das für eine Kanone, was der IS-3 da hat? Das zweite Mal. Ist das schon so eine dicke oder ist das noch irgendeine 0815 Stockpanzer? Die Pros unter euch werden das sicher sehen. Gut, dann haben wir auch den Krieger plus noch einen Kill mehr. Das heißt, wir werden den abstauben. Der Jagdpanther 2 hätte wohl auch noch gerne einen Kill. Das will ich nicht mal verübeln. So, die Arti selber haben wir noch nicht gesehen. Oh nein, die steht da echt. Und jetzt fährt sie los. Jetzt fällt es mir ein. Der Jagdpanther trifft nicht. Ah, los, wasch Arti. Schnell, schnell, hau ab. Ja, da hätte man schon ein bisschen eher losfahren müssen. Wenn man sieht, dass der IS hier so abfailt. Oh nein, jetzt kriegt er hier noch. Tja, Jagdpanther, du hast ja eine Chance gehabt, nicht genutzt. Du hast der Chiron weggemacht. Gut, tolle Runde. Okay, und der Screenshot am Ende sagt auch eindeutig, das war ganz cool gelöst. Ja, bisschen Schaden hat er gemacht. Und ganz gut Credits eingenommen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.